So, moin moin und willkommen zu einer weiteren Folge von Cities Skylines. Wir wollen ein bisschen weiterbauen. Ich habe schon wieder das Wasser vorhin vergessen. Wir müssen ein bisschen das einpegeln, mehr oder weniger. Wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Industrie. Wieso ist das hier alles nicht geflaggt? Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran. Aber im Grunde so eine zweite kleine Straße für Industrie wäre vielleicht gar nicht so dumm. Das können wir uns eigentlich ganz gut leisten. Weil die Industrienachfrage ist echt relativ hoch gerade. Gewerbegebiet müsste eigentlich erstmal reichen. Da können wir sonst noch ein bisschen hier hin. Ja, okay, das wird später noch weitergeführt mit der großen Straße, aber das ist noch Zukunftsmusik. Wir haben gerade so ein bisschen ein Gesundheitsproblem, glaube ich. Müssen da jetzt, glaube ich, erstmal sparen auf einem verkackten Friedhof. Ist das alles Friedhofsproblem oder ist das Problem allgemein ein Verstorbener muss abtransportiert werden? Ja, okay, das ist alles ein Friedhofs. Problem. Das ist natürlich scheiße. Derzeit können wir, glaube ich, hier mal ein bisschen auf. Und sauber machen. Dann gibt es gleich einen Friedhof. Hoffe ich zumindest. Scheiße, ich habe gehofft, dass bei 3000 bei der Bevölkerung dann nochmal so ein Ping kommt, dass wir nochmal ein bisschen Kohle kriegen. Was sieht schlecht aus. Vielleicht setze ich sogar den Friedhof dann hier vorne an die Hauptstraße erstmal. Oh, wir haben gerade richtig Geld. Wo kommt denn das ganze Geld her? Wir machen gerade 3000 plus. Nice. Ja, scheiße. Zack. Aber jetzt habe ich gar nicht geguckt, aber es müsste sich einigermaßen ausgehen. Ja. Ich würde gerne mal gucken, von wo kommt denn das ganze Geld gerade überhaupt rein. Dass ich mal so einen kleinen Einblick überhaupt habe. Wir machen gerade Stufe 1, Stufe 2. Okay, wir haben sehr viel Stufe 2. Wir haben gar keine Stufe 4 und gar keine Stufe 5. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon haben können. Aber wir machen definitiv momentan das meiste Geld über unsere Einwohner. Aber ich denke mal, da kommt jetzt auch gerade so ein bisschen was über Industrie dazu. Wo wir nur Stufe 1 haben. Wie kriegen wir denn Stufe 2? Oh Gott, ich habe hier auch das Wasser vergessen. Wie kriegen wir denn Stufe 2 Industrie? Braucht man keine Dekoration, oder? Kinder. Who cares? Bürger. Ich habe den ja hier sogar so einen dämlichen Park reingestopft, aber. Wie machen wir die Industrie happier? Weiß es nicht. Und was ich immer noch nicht weiß, wie hat man nochmal diesen scheiß Schulbus gemacht? Brauchte man dafür hier irgendwo was? Ein Busdepot? Kann man dann erst einen Schulbus bauen? Kann das sein? Weil ich kann mich erinnern, dass ich für die Schule immer so Busdinger gebaut habe. Oder war das bei SimCity? Budgetfenster aufrufen, Gebäude verschieben. Oh, man kann mittlerweile Gebäude verschieben. Aha. Alter, also die hat ja fast gar keine Reichweite. Das ist ja richtig lame. Da gibt es trotzdem Umzugskosten. Okay, eine Grundschule kostet auch arschwenig. Ich weiß halt nicht, ob eine Grundschule überhaupt groß viel bringt jetzt für die Einwohner an Bildung oder ob wir wirklich mal eine Hochsch-Oberschule bauen sollten, weil wir haben noch keine. Das ist, glaube ich, scheiße. Ja, das ist, glaube ich, die nächste Investition, die wir machen sollten. Und fuck, wir brauchen wieder Strom. Ich hasse es, so viel Scheißdinger hiervon zu bauen. Das ist Kacke. Ja, das Taxidepot. Okay, wir bauen die gleichen Taxidepot. Hör auf zu meckern. Grüne Energie, was für eine exzellente Wahl. Ja, ich will ja auch nicht alles mit Kohle hier vollstopfen. Das wäre ja auch ein bisschen blöd. Auf das Geld warten, das macht mich gerade wahnsinnig. Aber ich glaube, wir brauchen mal. Macht, glaube ich, Sinn. Ich glaube nämlich, verkehrstechnisch wird das momentan echt bald zum Chaos. Ah, die Straße müssten wir ausbauen eigentlich. Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir das echt groß ausbauen müssen. Aber ich will den jetzt nochmal ein Taxiunternehmen bauen. Hat das Range? Ne, es hat einfach nur Lärmbelästigung, oder was? Ja. Ja gut, dann kommst du einfach ins Industrieviertel, ganz ehrlich. Oder ist die Industrie so mad, weil wir da alles reinstopfen? Weiß ich nicht. Jetzt haben wir wenigstens Taxis in unserer Stadt.
Okay. Wir machen auch gerade gut Plus. Nachfrage nach fast allem steigt. Schön. Okay. Wir brauchen eine Oberschule. Und wir müssen die Straßen ausbauen. Weil das sonst bald zum Verkehrschaos wird. Und eigentlich brauchen wir auch nochmal eine Feuerwehr und so. Sieht es mit der Gesundheit gerade aus? Geht so. Ja, Feuer ist scheiße. Das ist halt auch wieder. Na gut, so teuer ist eine Feuerwehr ja gar nicht. Das ist gerade so schnell durchlaufen, damit ich halt ein bisschen Geld mache, aber. Wollen wir die nochmal ein bisschen mehr zur Kasse bitten? Meckern die irgendwann dann? Wenn die gleich anfangen zu meckern, von wegen die Steuern sind zu hoch, kann gut passieren. Drehen wir das halt wieder ein bisschen runter. Aber so machen wir vielleicht einfach mal ein bisschen Geld, ey. Einfach mal ein bisschen Geld sammeln jetzt, so, von den Leuten. Geht das eventuell auch wieder runter, aber ihr müsst jetzt mal ein bisschen in die Tasche greifen. Ist jetzt aus mit dem Verkehr? Was für eine tolle Stadt. Wenn es nicht besser würde, ich sagen, ich träume. Was ist denn? Ich weiß halt nicht, wie hart uns das hittet, wenn wir das jetzt auch aus... Also wir müssen die Scheißstraßen ja abreißen dafür. Okay, warte. Wir sammeln jetzt mal 30.000. Haben wir gleich. Und dann versuchen wir damit so ein bisschen die Straßen auszubauen. Ich weiß nicht, ob 30.000 überhaupt reichen. Und danach müssen wir eigentlich dann auf dem Straßenbahndepot sparen schon wieder. Weil... Ja, oder bauen wir da Straßen? Eigentlich müssen wir mehr Geld dann haben. Es bringt ja nichts, wenn wir jetzt alles ausbauen. Oh, warte mal, ein Taxistand. Taxis. Wenn Taxis keinen Fahrgast haben, kehren sie zum Taxistand zurück und warten auf die nächsten Kunden. Es sei denn, ein Taxidepot liegt näher. Ja, aber das ist Lärmbelästigung. Brauchen wir sowas denn? Oder reicht das, das Taxiunternehmen zu haben? Gar nicht. Warte, wo ist das Ding? Straßen dann. Oh, ist das teuer! Zweispurige Straße. Vierspurige Straße mit Straßenbahngleisen. Was haben wir denn gerade eben gebaut? Wir haben das Ding gebaut. Eine vierspurige Straße mit Straßenbahngleisen, ja. Boah, wir machen aber jetzt richtig gut Geld. Okay, die haben super, super krass Interesse an Industrie. Warte. Wir dürfen es halt jetzt nicht. Weiß nicht, ob ich nicht. Ich will nicht mehr Industrie bauen. Weil ich habe echt Angst, dass der Stromverbrauch heute halt wieder so mega hoch, glaube ich, dann. Wir können den ein bisschen, wirklich nur so minimal. Gebe ich euch noch ein bisschen Industrie. Fuck, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich den da. Ah, das ist halt dumm. Ich wollte ihn da doch nicht so eine super Straße hinsetzen, ey. Das theoretisch müssen wir jetzt 40.000 zusammenkratzen. Und dann... Und dann müssen wir auch noch die Straßen ausbauen. Sie brauchen richtig viel Geld gerade. Irgendwie hat hier gerade dann das wieder aufgeplimmt. Hast du wieder Probleme? Okay, die Leute haben aber auch nicht genügend gebildete Arbeiter. Ja? Scheiße. Achso, ich soll mir das an. Brauchen wir also einen Taxistand? Oh fuck, Strom. Ja, komm. Geht nicht anders gerade. Brauchen wir also so einen verkackten Taxistand? Aber der hat so eine dumme Lärmbelästigung. Ich meine, okay, knall ich ihn mal hier ran. Was passiert denn da, wenn man sich das jetzt anguckt? Man muss ja keine Taxilinien bauen oder so, ne? Das wäre ja Schwachsinn.
Taxis in Warteschlange 1, okay. Theoretisch, wenn ihr Leute jetzt ein Taxi brauchen, können sie sich das dann nehmen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Okay, wir haben jetzt 45.000 am Start. Okay. Lol. Oh Gott, ey, dieser Schatten so von den Dingern hat mich irgendwie bei etwas. What the fuck? Okay. Ist es schlimm mit dem. Mit der Bildung gerade? Ne. Emmerk hat hier eigentlich nur. Oh, geschissen. Man muss halt manche Sachen jetzt einfach so ein bisschen vernachlässigen. Okay. Next thing. Was ich mich gerade frage. Ich will halt das Taxi, das verdammte Straßenbahndepot. Okay, eigentlich müssen wir die scheiß Straßenbahn auf diese Seite bauen. Weil A hat die Lärmbelästigung. Ja, die hat Lärmbelästigung. Und B, wir müssen auf jeden Fall die Straßenbahn von hier nach da fahren lassen. Weil die Leute wollen ja immer zur Arbeit ins Industrieviertel. Warte mal. Das Gebäude muss neben der Straße platziert werden. Okay. Also am besten müssen wir eigentlich auch erst die Straßen ausbauen, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Geld. Aber ich meine, wir können vielleicht versuchen, jetzt langsam anzufangen. 60.000? Okay. Probieren wir mal. Wir machen einfach mal einen Speicherpunkt. Wenn es scheiße läuft oder so, können wir den ja sonst zur Not laden. Okay, ich möchte aber jetzt gern die Straßen ausbauen. Das ist halt die Frage. Ja, hier, wir haben jetzt 1, 2 und das andere geht alles über die Autobahn. Was wird momentan richtig krass benutzt? Also wird im Grunde genommen gerade alles benutzt. Also alles, was so da drauf führt. Ich weiß nicht, ob wir das lassen wir vielleicht erstmal so. Diese Autobahn-Zufahrt und Auffahrt können wir vielleicht erstmal so lassen. Und dann bauen wir hier erstmal so rüber. Das war so gerade meine Idee. Das heißt, gucken, ob das jetzt klappt. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Und jetzt hätte ich gerne Straßenbahn. Richtig große Straßenbahn. Ich hoffe, ich komme mit dir jetzt überhaupt hier rüber. Kommen wir. Am besten. Wenn wir wirklich Geld sparen wollen, zack. Dann möglichst wieder runter. Was, wieso wechselt der eigentlich hier von... Verstehe ich nicht. Dieser Ort ist bereits belegt. Womit ist der denn belegt? Okay. So mega krass teuer ist das ja gar nicht. Ich würde das vielleicht ein bisschen überschätzt. Was soll der Scheiß? Geh auf... Okay. Heißt, hier führt jetzt so eine richtig dicke Straße lang. Schließt die jetzt eigentlich auch bündig ab, wenn ich jetzt hier lang baue? Nein, tut sie natürlich nicht. Okay, das fixen wir sonst dann gleich. Wichtig ist erstmal, dass wir jetzt hier so eine schöne... Was ist das? Vierspurige Straße mit Straßenbahngleisen. Gut für mittleres Verkehrsaufkommen. Was ist denn richtig starkes Verkehrsaufkommen? Gut für starkes Verkehrsaufkommen. Ja, okay. Aber ich hoffe, dass das erstmal reichen wird. Ich würde halt den kompletten Zirkel hier gerne jetzt neu bauen. Gibt es da nicht auch so richtig geile? Ebertkreuzung? Nee. Kleiner Kreisverkehr? Nee. Großer Kreisverkehr? Nee. Bauen wir uns das halt selbst. Das ist halt auch kein Problem. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall dickere Auffahrten gleich auch. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, tschüss. Okay. Das ist so schwer zu erkennen irgendwie alles. Hier noch Straße jetzt? Ne. Hier, wo ist die zweite Auffahrt? Das ist die da. Bauen wir nämlich... Ne, bauen wir vielleicht am besten erstmal den Kreis. Gab es nicht auch Kreistool, gebogene Straße, Freistraßenform, gebogene Straße? Oh. Wir brauchen, glaube ich, jetzt viel mehr Platz, Alter, für das Ding. So. So.
so. Bam. Eisverkehr. Okay, warte, das muss jetzt keine... Das kann so eine Straße sein. Oder? Nee. So ist der Ort bereits belegt. Achso, liegt das daran? Warte, nee, ich will dich nicht abreißen, ich will dich nur verschieben. Warte mal, wie verschiebe ich dich am besten? Geh mal aus dem Straßentool raus, danke. Okay. Ich setze dich jetzt einfach mal an den Kreisverkehr hier ran. Und jetzt kann ich hoffentlich... Was ist denn das für eine Straße? Das ist... Groß ist die hier, oder? Zack. Und jetzt müssen wir... Ist das auch die richtige Richtung gewesen? Okay, nee, ich meine, die Straße ist sogar ein bisschen größer gewesen, aber egal. Jetzt müssten wir theoretisch nochmal von hier nach da. Was ist denn das da? Nur ein dummes Haus? Geht mit dir. Tschüss. Und das ist jetzt... Ja doch, das ist richtig rum. Aber der Ort ist immer noch belegt. Fuck. Das geht. Nice. Okay. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal... Das sollte jetzt auf jeden Fall besser sein. Ich jetzt zumindest stark von aus. Wir bauen jetzt weitere... 6-spurige Straßen, nein, nicht Bus. Scheiß auf die Busse, Alter. Wir machen alles mit Straßenbahn. Ja. Wer hat der da? Was ist das? Ob das ist der Strom-Scheiß-Ding ist? Okay, bam. Wir haben jetzt schon mal den Kreisverkehr und zumindest schon mal den Anschluss ans Industrieviertel. Müssten wir eigentlich... Okay, wir haben noch richtig gut Geld. Eigentlich müssten wir jetzt noch diese Straßen hier ausbauen. Bitte. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, meckert nicht. Ja. Oh, fuck! Das ist natürlich jetzt so ein bisschen... Kacke. Kacke ist, glaube ich, das richtige Wort. Okay, jetzt habe ich hier Straßenbahn hingebaut, aber das ist scheißegal. Auf jeden Fall will ich die Straßenbahn hier am besten komplett runter haben. Ja, machen wir jetzt auch. Jetzt ziehen wir von hier aus nämlich die Straße komplett hier hoch. Oh, warte mal, sind das unsere... Das ist unser Strom. Okay, den können wir nicht abreißen. So, also ein bisschen gucken. Der andere kann sich ja wieder neu aufbauen. Aber der Strom glaube ich nicht. So ist der Ort bereits belegt. Ach, fuck. Dann bauen wir halt nicht unbedingt gerade, damit kann ich gut leben. Und so gerade Straßen sehen eh unschön aus. Ich finde das ganz cool, wenn es so ein bisschen kreuz und quer geht, aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Was ist denn hier für so ein Bogen drin? Hm. Oh. Warum kann ich da... Warte. Zack. 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 Und zack. Okay. Das, wir haben das jetzt alles mit Straßenbahn verbunden. Das hier ist verbunden. Okay, das ist nice. Die Straße muss jetzt auf jeden Fall noch verbunden und erweitert werden. Zack, 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 zack. Ja. Warum meckert der da? Was steht da? Ach, das ist der dumme Park. Der Park steht da mitten im Weg, ey. Okay, warte, du musst da weichen. Oder wir stellen dich einfach um. Wo kommst denn du hin? Ah. Wo sind denn die richtig traurig? Okay, warte, wir stellen dich einfach da hin. Ah, ihr kriegt gleich was Neues. Muss hier nur... Wir mal langsam weitermachen. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Geld für das Straßenbahndepot dann gleich.
Wo ist denn jetzt meine Straße hinter? Obwohl, wir sollten nicht weiter. Wir müssen das ganze Zeug erst mal gleich neu zuweisen. Das ist halt dumm. Boom. Und boom. Okay. Das sollte, glaube ich, erstmal reichen. Dann wollte ich eigentlich gerne hier noch so eine Straßenbahn. Also das hier muss auf jeden Fall eine Verbindung kriegen, so, ne? Okay. Ja, wie wir das dann am Ende dann eventuell nochmal erweitern werden, können wir ja gucken. Aber so... Warte, ne. Was ist denn das? Ich weiß nicht, warum der so meckert. Haben die hier jetzt so eine Anbindung? Brauchen die noch eine große Anbindung hier dran oder so? Überleg grad. Kann, glaube ich, erstmal so bleiben. Obwohl. Okay, bam. Was ist das? Straßen. Muss das ein Ende haben? Weil der da so meckert? Ich verstehe das nicht. Der meckert halt immer jedes Mal an so einem Ende. Ich habe halt die Hoffnung, dass er da dann einfach umdreht oder so. Oder wie funktioniert das? Oder muss das immer einen Anfang und ein Ende haben? Oder so ein Kreisverkehr halt. Das sehen wir gleich. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal Geld. Aber erstmal müssen wir die scheiß neuen Gebiete zuweisen. Weil hier viel flöten gegangen ist. Okay. Ich meine, zur Not müssen wir denen halt einfach so einen Kreisel bauen oder so. Ich weiß halt nicht, was mit den Straßenbahnen ist. Ob die dann einfach... Ist auch kein Kreis, ne? Ne. Auch dumm. Egal, gucken wir dann. Muss ich dann gucken. Warte, okay, das Industrieviertel ist neu platziert. Wohnungen. Warte, ne, hier war auf jeden Fall alles damit voll. Schön. Voll, 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 voll. Gewerbegebiet, hier ran, alles gut. Schön, dass das auch irgendwie so ein bisschen bündig ist hier. Hier können wir auch eher Gewerbegebiet dran stopfen. Und dann... Die Wohnungen haben wir, glaube ich, gar nicht abgerissen, oder? Nee. Das Wohnungsgebiet sind wir gar nicht so vorgedrungen. Okay, es sollte so passen. Ich hoffe, dass jetzt nicht die Stadt flöten geht. Müssen wir halt Geld sparen, damit wir uns dann das Straßenbahndepot leisten können. Ich habe es sogar schon hier ausgewählt, 40.000. Ah, guck mal, hier Straßenbahnlinie. Klicken Sie zum Platzierung von Haltestellen auf der Straße mit Straßenbahngleisen, wodurch... Die gleichzeitig eine Straßenbahnlinie ziehen. Zum Abschluss einer Linie muss diese mit der Startpunkt verbunden werden. Haltestellen können nur auf Straße platziert werden, auf denen sich bereits Gleise befinden. Okay, das sehen wir dann ja gleich, wenn wir dann die Bahn bauen wollen. Kann halt echt gut sein, dass wir hier keine hinbauen können, weil die halt nicht wenden können. Das wäre dann nochmal blöd, aber das sehen wir dann gleich. Okay, wir machen jetzt echt nicht mehr so viel Plus. Solarkraftwerk, okay. Wie ist es mit dem Strom auch? Strom ist jetzt richtig gut. Wir haben halt jetzt auch kein Interesse mehr an viel Zeug. Das muss also alles jetzt erst wieder sprießen, sag ich mal. Wir machen jetzt auch gerade ein bisschen Minus an Leuten. Muss immer noch an Geld. Ja, ein bisschen Gas. Wächst hier halt wieder alles Neues. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt, was das für krasse Auswirkungen haben wird. Wie sieht es eigentlich jetzt mit dem Verkehrsvorkommen aus? Das hier ist immer noch ein Problem.
Kreisverkehr wird also jetzt richtig heftig benutzt. Wir wollen halt alle da drauf fahren. Scheiße. Vielleicht wäre es sinnvoll, einfach hier nochmal. Warte mal. Gucken, was passiert. Benutzen die überhaupt? Ja, benutzen die. Gucken, ob das vielleicht so ein bisschen entlasten wird. Einfach mal gerade so ein bisschen die Hoffnung. Oh, wir haben 40.000. Warte mal. 40.000! Straßenbahndepot. Okay, das Straßenbahndepot kommt. Das können wir jetzt ja hinbauen, wo wir wollen, oder? Einfach hier so ran. Boom. Okay, Straßenbahnlinien. Ich guck mal. Wenn das jetzt gerade... Warte. Letztes Mal hatte ich so mega Probleme, dass das so richtig rumgebackt, dass ich nicht mehr entfernen konnte. Deswegen will ich das lieber jetzt einmal gespeichert haben. Wo war ich? Da war ich. Okay, halten. Zack. 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 Na, ja, siehst du, da ist dann nämlich schon kein Fahrt mehr verfügbar. Der kann da nicht umdrehen. Okay. Scheiße. Okay, warte. Können wir das trotzdem auf irgendeine Art und Weise jetzt nutzen? Ja, mach mal den ganzen... Mal das weg. Weg. Ah, so macht man das auch weg. Okay. Theoretisch würde es ja auch gehen, wenn wir jetzt einfach so... Aber hier bräuchten wir dann auch eine Drehung. Oh. Okay, das hat... Ja, das hätte ich vorher wissen müssen. So gebaut ist das jetzt halt richtig Müll. Ich meine, okay, wir können theoretisch... Okay, jetzt muss ich das immer überdenken, ey. Oh. Okay, scheiß auf diese Enden. Das ist mir egal. Weil ich will jetzt so fahren. Einen Kreisel hier durch. Und dann theoretisch einfach wieder zurück. Wäre ja gar nicht so blöd. Wir brauchen halt wahrscheinlich nur wieder einfach noch mehr Geld. Weil wir die scheiß Straße dafür bauen müssen. Okay. 6 Spuren, ne, ich will keine Einbahnstraße gerade bauen. Okay. Was kostet so der Spaß? Ungefähr 7.000. Ja. Brauchen wir auch das Richtige? Ne, das ist nämlich hier keine Straßenbahn. Das ist Straßenbahn. Ja, siehst du, das kostet nämlich deutlich mehr. 10.000. Ja. Zack. Müssen wir hier einmal rüber. Zu hoch. Okay. Und dann müssen wir jetzt... Kann man einfach daran wieder? Oder müssen wir richtig... Nehmen wir jetzt gleich... Können die ja schön hier außen irgendwie lang führen. Dann will ich aber gleich hier einfach straight durch. Das ist Tschüssstraße. Tschüssstraße. Okay. So. Und so. Yes. Und jetzt können wir theoretisch eine geile Straßenbahn aufbauen. Wenn ich nicht komplett bescheuert bin. Hierhin? Okay. Nee, nicht Bus. Straßenbahn. Ja. Straßenbahnlinie. Okay. Pause.
Straßenbahn fährt dann von. Wo startet die am besten? Okay, die startet einfach mal hier. Müsste ja gehen. Das, hier kommt ja noch was hin. Deswegen baue ich hier auch schon mal Haltestellen. Auch wenn hier gerade im Moment halt noch nichts ist. Aber wäre natürlich intelligent, die Haltestellen schon mal hinzusetzen. Auch wenn hier gerade vielleicht noch. Zack. 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 Okay, eigentlich wäre es geil, wenn wir eigentlich hier auch nochmal durchfahren könnten, aber ja. Wir können ja nochmal eine zweite Straßenbahnlinie dann, glaube ich, reinziehen. Das ist hier, glaube ich, nicht das Problem. Zack. 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 Boom. Yes. Und das sollte dann zumindestens. Sollte doch einen Großteil verbinden, oder? Also rein von meiner Logik her sollte das gar nicht so dumm sein. Weil wir dann die ganzen Leute von hier haben, die ganzen Leute von hier haben und halt hier auch noch einfach Sachen ranführen können und hier halt einfach noch Industrie ausbauen können und das halt so eine relativ gute Verbindung ist, wenn wir dann einfach hier weiter eher Wohnungen ausbauen, hier weiter eher so ein bisschen die Industrie dann ziehen und ansonsten vielleicht einfach noch ein paar andere Straßenbahnen so einbauen. Ja, mal gucken. Ja, gespannt, ob das überhaupt dann genutzt wird am Ende. Immer neues Gebiet zuweisen? Ja, wahrscheinlich. Eine Industrie wird eh gerade nachgefragt ohne Ende. Und du kriegst jetzt hier alles. Gewerbegebiet, auch nice. Zack. Okay. Sieht's mit Strom aus? Alles okay. Wasser braucht ihr 100 pro. Zack. Wasser müssen wir auch gerade nicht ausbauen, das ist alles gut. Schön. Okay. Sieht momentan ganz gut aus, würde ich sagen. Das heißt, das nächste Ding wäre jetzt erstmal eine Oberschule zu bauen. Und damit wird hoffentlich das Verkehrsgedödel so ein bisschen reduziert jetzt. Ja, sieht momentan ganz okay aus. Und jetzt hoffentlich, dass halt in nächster Zeit dann auch noch die Straßenbahn reinkickt, sage ich mal, dass halt dann die Straßen nicht mehr so krass überfüllt sind. Das Problem. Ja, mal gucken. Mal gucken. Hier ist noch irgendwie große Probleme. Weil das hier irgendwie so strafisch befahren wird, müssen wir vielleicht stärkere Straßen reinziehen. Naja, das soll es auf jeden Fall gewesen sein für die Folge Cities Skylines. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Cities Skylines. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit meinem Straßenbahn-Chaos. Wusste ich halt nicht genau. Ich meine, das könnte man jetzt theoretisch abreißen und so, aber es ist gerade. Ja, und wir müssen uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen um diese Punkte kümmern, wie ich hier sehe. Naja. Auf jeden Fall läuft's einigermaßen. Es läuft. Macht mich sehr glücklich. Bis zum nächsten Mal. Da werden wir dann die Schule ausbauen und so, würde ich sagen. Und so ein bisschen die Bürger auch hier versorgen, dass es ihnen gut geht. Bis dann und ja, vielen Dank fürs Zuschauen.